Bis jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also gucken wir uns jetzt erstmal die an. Okay, Skelette. Skelettbogenschützen auch noch. Okay. Na gut, wer jetzt erwartet, dass in einer Gruft, in einem Gebiet voller Untoter, nicht noch mehr Untote sind? Das waren aber scheinbar alle. Schade, die droppen nichts. Bronzebeinschienen? Ah. Ich mach das schon. Meint ihr? Ich nehme die Sache in die Hand. Nee, geben wir die Marulana. So. Okay, der da mochte es wohl nicht so sehr, dass wir ihn ausnehmen. Au. Schieben wir mal die ganzen blutigen Waffen. Aufgepasst. Zu Vorgrim. Damit wir selber etwas Platz wieder kriegen. So, das heißt, wir wahrscheinlich, wenn wir die beiden plündern. Kriegen wir wieder Gesellschaft. So, das heißt, Rolana hat jetzt auch Schultern aus Bronze. Noch mehr Bronze Armschienen und rostige Haubenmesser. Amazone voraus. Ich mach das schon. Jetzt hat sie zwei Behinderung. Und dadurch, dass wir hier jetzt drei bronzene Sachen angezogen haben. Ja, du hast Lederarmschienen. Okay. Amazone voraus. Ich nehme die Sache in die Hand. Wir haben halt Handschuhe, die über beides gehen. Das ist dann halt das Problematische. Nicht öffnen. Falle entschärfen.
Oh, noch ein Backenhelm. Den nehme ich gerne. So, wieder ein paar Waffen. Alle mal hergehört. Okay, den Sapeurhelm kann sie nicht tragen. Aufgepasst. Gute Entscheidung. Aber den Tellerhelm, der richtig bescheiden bei ihr aussieht. Auch wenn sie mit dem auch nicht gerade viel besser aussieht. Dann bleibe ich beim Sapeurhelm. Oh, noch ein Backenhelm und bronzene Schultern und noch ein Gegner für uns. Machen wir mal wieder das Licht an. Okay. Meint ihr? Wow, so hat Vorgrim definitiv verdammt viel Behinderung. Was macht Behinderung nochmal? Ja, Vorgrim braucht definitiv Rüstungsgewöhnung mehr. Ich eigentlich auch. Also die Krypta können wir schon mal verlassen. Die nächste uns ansehen. Wieder Skelette. Ist es nicht verwunderlich, dass diese Grüfte so trocken sind? Da ist sicherlich Magie. Das bin ich. Arkwartus. Okay, dieses quasi das Horn von Nahkämpfern. Ich glaube aber, nach der Gruft besuche ich am besten Bredo. Ach Gott, denen kann ich alle ihre blutigen Beile abnehmen. Oder dann mach du das mal. Ja, und da das Währungssystem in Drakensang ja, also in das Schwarze Auge, komplett anders ist als in anderen. Oh, hier gibt es eine Altarschale, okay.
Hier gibt's Feuermoos. Ah, das ist mal was Besonderes. Koscher Stahl. Einfacher Verband, okay. Nett. Okay, dann gucken wir mal, was im Sarkophag drin liegt. Wenn da schon eine Falle dran ist. Nicht besonders viel. Okay. Das war dann die zweite Gruft. Können wir uns, glaube ich, die anderen beiden, die auf dem Weg liegen, noch ansehen, bevor wir zu Bredo zurückgehen? Ah, hier leben Söldner. Söldner Schlitzer Paul. Sein Schwert entleibte den Mörder zwar, das tödliche Gift in Pauls Wunde vermochte die Klinge danach nicht zu bekämpfen. Erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere Kameraden. Söldner Biero Artis, ein unbestrittener, brillanter Bogenschütze. Tragischerweise herrschte an jenem Tag dichter Nebel. Erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere Kameraden. Söldner gerechter Streich, so nannte er sich stets. Seinen Wahrnamen hab ich nie erfahren. Langsam sein Körper, schnell sein Zauber. Erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere Kameraden. Und man sieht von hier aus die Blitze sogar noch rumschlagen. Also ja, hier sollten wir rüberkommen, genau. Alle mal hergehört. In Ordnung. Und ja, da können wir ja von hier aus den Weg wieder nehmen. Ja, weil hier ist jetzt definitiv nichts mehr. Da ist der Sumpf zu Ende. Zu der Torfstecherhütte da kommen wir nicht, glaube ich, nicht. Und wenn doch, sie ist eh marot. Die Gruft ist sogar offen. Ha. Dieses unwohle Gefühl, trotz des beruhigenden Steins ringsum, da lauert etwas auf uns. Dann gehen wir vorsichtig und im Dunkeln. Oho, wen haben wir denn hier? Zur Abwechslung mal ein lebender Spender. Gebt uns all euer Gold, wenn dies nicht zum Ort eurer letzten Ruhe werden soll. Ja, einschüchtern, ihr verkennt die Lage, eine falsche Bewegung und dies wird eure letzte Ruhestätte. Gold von mir, dann könnt ihr erheblich mehr Gegenwehr erwarten als vor den hiesigen Untoten. Spart euch eure Drohgebärden, ich habe nichts vom Wert bei mir. Von mir aus, ihr sollt ja nicht wie die Hunde leben müssen. Da habt ihr zwei Dukaten. Alle Achtung, ihr wisst zu gefallen, ich bin Tarstein und der Bute Bursche Dottiskiesel. Seid gegrüßt. Es ist gut, mal jemanden im Sumpf zu treffen, der nicht tot oder untot ist. Und gleich auf einen losgeht. Darf ich mal raten, ihr seid Gruftforscher und versucht, der Nachwelt wertvolle Zeugnisse der Zeit nahe zu bringen. Ganz schön wagemutig, zu diesen unruhigen Zeiten die Grüfte im Moor aufzusuchen. Nehme ich mal die Eins. Stimmt. Auffällig. Wenn wir uns einigen könnten wir künftig vor den historischen Kostbarkeiten Abstand nehmen.